So, ich glaube, es ist einfacher zu erklären und zu Schall zeigen. Hier oben sind halt diesmal die Leisten. Da deine Klamotten. Was? Ist nur was? Zu Giant Team. No. Ja, hier sind halt die ganzen Rüstungsteile. Ich habe noch nicht sehr viel. Hier die ganze Palette halt Abwehr und so weiter und so fort. Ja, dein Beutel, normal, Quest und Trade. Da hast du deine Primary, also deine Skills, die du hast. Kannst du nachlesen, hier ist Basic. Das, was bei PvE jetzt eh wäre. Dein Pet und Train, also Verkaufen, Shop. Da hast du Job, sowas wie, ja, was bei uns halt Taylor, Craftsman, Taylor und Blacksmith und sowas ist. Das ist halt hier Alchemie und sowas. Talent, das ist dein Skilltree. Du hast 3 Stück zur Auswahl. Beim Wizard ist es halt, du musst halt gucken, auf was du dich halt anfänglich dann, halt, ja, worauf du dich halt spezialisieren möchtest. Ich habe jetzt in dem Fall Lightning genommen. Fand ich ganz cool, obwohl ich mittlerweile glaube, dass Frost wahrscheinlich besser gewesen wäre, aber das ist egal. Da hast du dann bis hier unten dein Skill Tree und hast dann hier halt deine Job Points. Und immer wenn du hier so einen Talent Point hast, kannst du dann halt hier eins haben. Jo, ja, Quest-System ist ähnlich wie bei PvE. Hast du halt hier Feindquests. Kannst du sortieren unter Event, Guide, Instance, Subquests oder XP, also Experience. Kannst du auch sortieren. Daily, das sind die, die ganzen Event-Instanzen, die du machen kannst. Today, da siehst du dann halt, um wie viel Uhr jetzt quasi welches Event starten würde. Das habe ich selber noch nicht gemacht, da müsste es Level 30 für sein. Fishing ist ganz lustig. Aber Crisis habe ich auch noch nicht mitgemacht, komme ich, glaube ich, jetzt rein, ja, Tatsache. Fischen, Haber, das wäre wieder God's Trial, das ist das, was ich vorhin aufgenommen habe. Ja, und dann normalerweise ist dann, das, oh, das kann ich jetzt auch machen, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich kann es jetzt auch machen. Und ja, und sonst ist halt noch der Karneval, der ist jetzt hier gerade nicht dabei, das findet man durchs Fenster normalerweise über hier. So, hier hast du deine Pets. Auch kannst halt mehrere Pets haben. Später gibt es jetzt auch noch bessere. Die kann ich aber alle erst ab 30 tamen. Da hast du die Pet-Skills. Und die ganzen Attribute von deinem Pet. Und du kannst hier auch Pets kombinieren. Das heißt, ich kann mir ein Pet nehmen und ein anderes Pet und die zusammen fusionieren, dass halt die guten Werte dann auf mein Pet übergehen. So, hier ist dann, da kannst du dich jetzt für die ganzen Instanzen anmelden halt. Das sind so ganz normale Instanzen. Das ist halt der Nightmare Karneval, das ist das eine, wo man Geld halt kriegt. Das ist God's Trial, das ist das, was ich vorhin gemacht habe. Und Fort Conway habe ich noch nie gemacht, werde ich gleich mal gucken, ob ich das... Und dann gehst du halt einfach drauf, was du machen willst und drückst Apply. So, dann sagt er, du hast applied. Und dann nimmt er dir das an. Irgendwann zeigt er dir dann an, dass du den Squad hast. So, hier hast du deine Freunde. Hab ja so ein paar. Noch nicht viele. Reicht auch. Das ist Guild-Info. Aber ich bin noch in keiner Gilde. Das hier, das sind deine Jobs. Halt, ich habe jetzt gelernt Cooking. Da hast du dann hier, dann kannst du deine eigenen quasi halt machen und dein Essen und so weiter und so fort. Musst du halt für Farmen gehen, manche Sachen muss man kaufen. Du kannst hier, egal wo du bist, also du musst nicht extra zu einem NPC rennen, um jetzt den neue Pots zu machen. Wenn du die Sachen dabei hast, kannst du es auch gleich machen. Ja, dass das ist, weiß ich noch nicht, das habe ich noch nicht rausgefunden. Alchemisten ist halt auch Potions machen. Hier zum Beispiel. Kannst du Cooldown, Recovers Mana oder das wäre jetzt in dem Moment HP. Botanik, das brauchst du, um
um Pflanzen abzubuddeln. Also du kannst nicht wie bei PWE, also du kannst auch wie bei PWE manche Pflanzen erst mit Botanik Level 3, Botanik Level 1 oder 2. Das ist halt jetzt nicht Char-Level basierend, sondern was du jetzt sprichst, spricht halt dann erlevelt hast von deinem Botanik-Skill. Ups. So, ja, das sind die. Da waren wir schon. Das ist dein Char. Ich denke mal, da kommt dann irgendwann mal der Cash-Shop rein. Warum die jetzt da so einen Hut auf hat, frag mich nicht. Ich weiß es nicht. So, und hier sind dann halt dann deine Enzyklopädie, Game Settings, Change Character, Exit Game, Back to Game. So, ja, genau. Das Autopathing-System ist hier auch ganz anders. Das kann ich auch mal demonstrieren. Moment. Ich bin jetzt da oben und ups, und kann jetzt in die Instanz. Tada! Da drückt man einfach hier drauf. Und jetzt mache ich mich zum Appel, weil ich das noch nie gemacht habe. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal Schluss. Aber es scheint sich schon wieder der hier nicht zu melden. Weiß der Henker warum. Alle, die grün sind, haben halt confirmed. Und der dritte hat noch nicht confirmed. Ja, das Laufende hier übrigens sind NPCs. Ja, nur mal so. Dann kann ich ganz kurz auch mal, ja, zum Beispiel zur Mailbox. Dann klicke ich Doppelklick an auf den NPC. Und dann läuft die so, wie sie gerade halt laufen muss. Da muss ich jetzt nichts weiter machen. Läuft halt auch Kurven und um die Ecke und hast du nicht gesehen. Oh, ja, toll. Das war jetzt eine doofe Location ausgesucht. Latschen wir doch einfach mal Richtung Pet. So, ich kann jetzt aber jederzeit in die Instanz geportet werden. Ja, so latscht die jetzt quasi rum. Und ich habe keinen Mana mehr und ich habe keine Mana-Pots. Und ich gehe in eine Instanz. Das ist ja schlau von mir. Gucken wir mal, ob wir schnell noch zum Alchemisten kommen. So, dass ich noch ein paar Pots kaufen kann. Leggy. Ja, diese Mounts, diese tollen Viecher hier, die hier gerade rumrennen, die bekommst du am Anfang für 6 Tage. Also, dann kannst du 6 Tage lang halt da rumdingsen. Das ist jetzt sehr um. Da ist der Alchemie. Typi-Fuzzi. So, ne, das ist Botani. Das. Da muss ich hin, wo der dicke Typ mit seinem dicken Mount steht. So, warte. Das war die falsche. Ja, ich muss manchmal selber hier gucken. Remedy Dealer müsste das sein. Nein! Nicht doch. Ja, gut. Dann machen wir jetzt hier Schluss.